Hey ho und damit wieder herzlich willkommen zur Maske der Ewigkeit mit mir Beidkrieger. Wir müssen da hoch, da oben wartet jemand auf uns. Ich sollte mich vorher allerdings mal voll heilen. Genau. Dann mal ab nach oben. Hoffe, dass wir das Ganze auch überleben. Ne? Hätte vielleicht gleich die Waffe ziehen sollen. Trete vor, Sterblicher. Ich sehne mich nach deiner Seele. Und ich sehne mich nach deiner Rüstung. Runter mit dir. Okay, welchen Trank habe ich jetzt geschluckt? Ich weiß es nicht. Wir müssen ihn auf jeden Fall da runterstoßen, weil anders können wir ihn nicht besiegen. Er ist einfach zu stark für uns mit dieser Rüstung. Hat er alle Vorteile, die wir haben wollen. Das ist ein CPS-Duell hier. Wer schneller klickt und schneller zuhaut, hat gewonnen. Runter mit dir. Oh. Ab mit dir. Aber es lohnt sich, das muss man mal sagen. So, jetzt komm. Den kriegen wir doch. Wir müssen ihn kriegen. Meine Seele wirst du nicht bekommen. Ja, wir kriegen deine. Oh, da ist er platt, würde ich mal sagen. Platte geht es gar nicht. Frage ist, wo können wir jetzt gefahrlos hier runter? Ja. Seltsame Perspektive das. Aber damit haben wir schon mal ein bisschen mehr Schutz. Ich weiß nicht, wie viel uns das Ganze gebracht hat. Ich hoffe mal einiges. Und ich weiß nicht, was ich jetzt angesoffen habe für einen Drang. Das war tatsächlich ein Versehen. Den wollte ich gar nicht schlucken. Aber da wir es geschafft haben, möchte ich jetzt ungern den Safe Game Stand laden. Das Kettenhemd wird sich wahrlich als nützlich herausstellen. Natürlich, ein Punkt mehr. Naja. Naja. Wir müssen irgendwie hier rüber. Hier hoch und dann hier unten durch. Das wäre ganz toll. Kommen wir hier nicht raus? Das ist ja auch einfach zu hoch hier. Wenn ich jetzt gestorben wäre, das wäre natürlich übel gewesen. Wie komme ich jetzt darüber? Komme ich doch nur wieder zum Turm zurück, oder? Natürlich. Ich muss in die andere Richtung. Das machen wir jetzt auch mal. Wir wollen ja hier wieder raus. Dann hier rüber. Genau, da sind wir richtig. Ist nur die Frage. Oh, da war ja dieses Monsterwerfer-Ding da. Wir gehen mal lieber da lang. Da werden wir nicht frittiert. Was auch immer dieser Schalter bewirkt. Nein. Oh, natürlich. Natürlich hat er uns da wieder. Nimm halt den Hammer. Das ist nicht gesund für uns. Ei. Da ist Lava. Aber ich möchte wissen, was da hinten ist. Einfach so am Rand entlang. Das geht schon. Wir hätten auch außenrum gehen
können. Aber irgendwie müssen wir doch oben noch reinkommen, oder? Mhm. Gleichzeitig auf die Karte schauen und sind verlaufen, ist natürlich immer schwierig. Hüte dich. Ach, da ist wieder der Fluss des Todes, ja. Naja. Da sind nur Bäche voll Blut. Das Vergießen von Blut führt zu der Blässe des Todes. Das Blut der irgendwas starken. Ich lese mal nicht noch. Möchte hier lieber weiter erkunden. Die Frage ist, wie kommen wir jetzt wieder in diesen Raum mit den Schaltern rein? Hier lang wieder. Von unten dann so rein. Waren wir hier drin? Ja, hier haben wir schon alles leer geräumt. War der Raum mit den Geistern und Skeletten und so. Da waren wir schon. Hier waren wir dementsprechend noch nicht. Die Seele geht ein Rad der Sterne entlang und alle Dinge werden wiederkehren. Genau das werden sie. Und wir müssten eigentlich hier durch diese Gitter durch. Eieiei. Ein bisschen was bringt es schon. Mit der neuen Rüssi. Aber es nützt uns jetzt auch nichts, wenn wir da lang gehen. Wir müssen ja da oben irgendwie rein. Irgendwie da rein. Ich laufe jetzt nochmal da lang. Da war doch dieser Raum mit den Schaltern und genau da müssen wir nochmal hin. Ich habe natürlich nicht aufgepasst, wo genau das war. Hier? Und hier war der Schlüsselraum. Aber gut, hier war ich auch noch nicht. Da können wir auch noch entlang gehen. Mein Schaden wird das Ganze schon nicht. Eieiei. Sammeln wir uns doch mal die Beute ein. Verdorbenes Blut. Woher kam es? Woher nur? Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall wissen wir, dass wir dann nicht reinspringen wollen in diesen Fluss. Das wäre eine schlechte Idee. Hier gibt es noch... Oh, da vorne ist irgendwas. Irgendwas ist da vorne. Hau ihn drüber. Den müssen wir auch nur noch dreimal schlagen, dann ist er Ex. Was wartet da? Oh. Ich glaube, ich weiß, was hier auf uns wartet. Das ist nämlich der große Meister. Er ist dafür zuständig, dass hier alles am Laufen gehalten wird. Herr Bootsmann, ich muss den Fluss des Todes überqueren. Nur die Seelen der Verstorbenen können an Bord gehen. Du bist ein Lebender. Nur dieses eine Mal. Mein Boot ist körperlos. Du nicht. Dann sage mir bitte, wie kann ein sterblicher Mann wie ich jemals hoffen, den Fluss zu überqueren?
Finde die Brücke des Lebens. Jawohl, Herr. Das werde ich. Vielen Dank. Ja, und wer jetzt gemeint hat, das war alles, wir sollten mit ihm öfter reden, bis er nichts anderes mehr sagt. Wo sind die Seelen für den Transport, guter Bootsmann? Lord Asriel ist gefangen. Alles ist chaotisch. Das Land blutet. Ja, mir sind übel riechende Teiche voll Blut aufgefallen. Das heilige Herz ist verwundet. Der Retter muss es heilen. Der Retter? Wer mag das sein? Der Sterbliche, der allen anderen vorgezogen wurde. Ah, ich verstehe. Dass in diesem Fall wir sind. Herr Bootsmann, ich werde versuchen, das heilige Herz zu heilen. Könnte ich der Retter sein, den Sie vorher erwähnt haben? Das Herz des Retters wird von den Waagschalen der Gerechtigkeit bestimmt. Waagschalen der Gerechtigkeit? Das Gleichgewicht muss wiederhergestellt werden. Erreiche vollendete Ausgewogenheit gegenüber der Feder der Wahrheit. Jawohl, das werde ich machen. Sie haben zuvor die Feder des Lebens erwähnt, guter Bootsmann. Wo kann man so eine finden? Suche die Halle der Erholung. Siehe die Schädel links. Schöpfung nach unten. Der Richtige vollendet. Was? Schöpfung nach unten plus Vollendung macht alle Dinge gleich. Danke, Herr. Ich werde mir das merken. Das sollten wir tun. Und wir sind gerade gelevelt und deswegen voll. Entschuldigung, Herr Bootsmann. Wo, haben Sie gesagt, kann man die Feder der Wahrheit finden? Finde die Halle der Erholung. Ja, ich erinnere mich. Siehe die Schädel links. Schöpfung nach unten. Der Richtige vollendet. Schöpfung nach unten plus Vollendung macht alle Dinge gleich. Vielen Dank, guter Bootsmann. Das hat er uns ja gerade schon mal erzählt. Und das sollten wir uns auch gut merken. Hüte dich vor dem Fluss des Todes. Sein schwarzes Wasser wird all das, was es berührt, verrosten lassen. Das hatten wir auch schon gehört. Wir werden mal diesen Weg hier wählen. Mit Waffe allerdings. Denn hier waren wir noch nicht. Und was habe ich gesagt? Da vorne wartet schon einer. Zum Glück konnte er nicht fertig reden. Wir sind nämlich kein Mitkrieger, Sterblicher. Wir sind der Auserwählte hier in diesem Fall. Haben wir ja gerade erfahren. Weiß ich immer noch nicht, wie wir da reinkommen. Hier waren wir ja schon. Also ist hier durch diese Tür sind wir wahrscheinlich reingekommen. Das könnte gut sein. Wäre jetzt das Logischste. Das war diese Tür hier. Okay. Genau, das sind wir nämlich durchgekommen und dann hier durch. Ach nee, das war der Hammer von Asriel. Hier sind die Schalter, genau. Dann kommen wir hier nämlich auch mal weiter. Wir müssen hier bestimmte Schalter legen. Wir machen einfach mal alle an. Das sollte reichen. Vielleicht bin ich weit genug weg, dass ich sie... Nein, natürlich nicht. Eieiei. Die saugen uns unser ganzes Leben aus. Wie weit muss ich nach weggehen, dass sie uns nicht kriegen? Es bringt gar nichts. Es bringt einfach nichts. Nein. Du kriegst uns nicht nochmal. Würde ich mal meinen. Aber ich glaube, wir müssen da einmal durchlaufen. Damit wir sehen, was wir da überhaupt aufmachen. Ja, natürlich.
natürlich, natürlich. Was auch sonst? Haben wir gar keine Chance gegen die? Aber hier hat sich schon irgendwas geöffnet. Wahrheit kam nicht kahl in die Welt, sie kam in Bildern. Man muss durch die Bilder die Wahrheit entdecken. Exakt das. Und hier sind die ganzen Gefangenen-Trakte. Wobei es auch besser ist, dass die da drin stecken. Wenn sie nur nicht durch die... Ist natürlich schon unfair, durch diesen Hammer können wir jetzt natürlich niemanden angreifen, aber sie uns. Wir haben jetzt schon die Hälfte an Leben verloren hier. Die Seele geht ein Rad der Sterne entlang und alle Dinge werden wiederkehren. Ja, genau so. Und einen Stein gefunden, sehr schön. Aber hier waren wir schon. Dann schaue ich mal, dass ich die Schalter richtig betätige. Waren wir hier eh schon? Ja, hier hinten waren wir auch schon. Ich versuche einfach mal hier so zu laufen, dass sie uns nicht alle töten. Auch wenn das vermutlich nicht viel bringt. Aber gut. Ich glaube, hier waren sie. Oh, da ist noch einer drin. Und wenn da offen ist, werden wir die gleich wegschnetzeln. Dann werden sie sich noch wünschen, sie hätten uns nicht angegriffen. Jetzt muss ich die Karte aufmachen. Und auf der Karte sehen wir, welche Tore für was stehen. Das ist aber irgendwie nicht besonders befriedigend. Da müssen noch andere Schalter sein, oder? Ah, hier drüben sind noch welche. Okay, da passiert gar nichts. Das ist nur der Schädel, oder? Natürlich nur der Schädel. Müssen wir hier irgendwas anderes machen? Gibt es bestimmt irgendeinen Trick dabei. Passiert ja gar nichts. Wenn wir jetzt mal den zweiten aktiv lassen. Okay. Auch da passiert nichts. Das kann man jetzt den ganzen Tag versuchen und es wird wahrscheinlich nicht viel bringen. Wo irgendwas ist passiert. Wenn ich dazu mache und dann da drüben nochmal drücke. Mehr Schalter gibt es ja nicht, oder? Ah, hier sind auch noch mal welche. Ah, damit hätten wir die ersten Zellen schon mal aufgemacht. Sehr gut. Dann können wir die Viecher gleich mal erledigen und plätten. Dann können die uns nicht mehr weiter nerven. Hier haben wir sogar eine Schatztruhe gefunden. Ein bisschen Geld drinnen.
Heilgegenstände? Okay. Aber ist doch kaputt. So viele wie ich verschwendet habe, können wir auch gut neue gebrauchen. Wenn man denkt, sie sind One-Hit, dann sind sie es nicht. Okay. Anscheinend müssen wir das hier der Reihe nach abarbeiten. Sonst geht das nicht. Beziehungsweise ich schalte dann wahrscheinlich hier vorne mit den Hebeln das Ganze um. Die anderen öffnen es und die anderen regeln die Haupttüren. Halten wir auf den zweiten Mal. Es ist zu weit weg. Okay. Wenn ich da jetzt einfach mal alle aufmache und dann an diesen Schaltern hier alle... Ah, ich glaube, ich habe das Prinzip verstanden. Okay. Das Ganze mache ich dann nochmal. Mir dauert sowas immer ein bisschen, bis ich das checke. Aber so können wir quasi alles aufmachen. Das ist quasi extra nochmal gesichert. Und dadurch braucht man auch weniger Schalter, als wenn man jede Zelle halt mit einem Schalter belegen würde. Eigentlich nicht schlecht durchdacht. Die Karte brauchen wir nicht mehr. Vorerst zumindestens. Auch kaputte Dinger. Und in diesen Hallen hier wird bestimmt irgendwo noch Asriel seine Gefangenen halten. Wenn er wieder frei ist. Wer Geister einsperrt, frage ich mich sowieso. Wahrscheinlich nervt sogar diese Skelette, diese Viecher hier. Warum haben sie eingesperrt? Wäre natürlich cool, wenn wir noch einen Stein finden hier. Einen haben wir ja schon. Oh, da ist noch eine Kiste und was da drin ist. Seht ihr wieder im nächsten Part. Schaltet wieder ein. Bis dahin. Ciao, ciao.